Episode 278. 14 ChatGPT-Plugins, die das KI-Spiel verändern. Mehr dazu nach dem Intro. Los geht's! Bildung rockt, der Podcast, wo du schon heute etwas über die Methoden und Technologien von morgen erfährst. Von und mit mir, Sandra Mareike Lang. Schön, dass ich wieder in deinem Ohr sein darf oder auf deinem Screen. Ich habe dir wirklich 14 Plugins mitgebracht, wo ich sage, die finde ich verdammt gut. Ich habe jetzt ein Video hochgeladen in meiner Bildung Rock mit KI Community bei School, wo ich den Unterschied zwischen ChatGPT Pro und ChatGPT kostenlos vergleiche. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich ganz oft gefragt werde, ja, aber Mareike, macht das denn textlich so einen Unterschied? Wenn dich das interessiert, komm in die Community, da kannst du dir kostenlos das Video angucken. Ich finde es mega und damit hast du auch schon den Einstieg in dieses Thema. Ja, die Plugins gibt es nur in der Bezahlvariante. Doch wenn du dir überlegst, du zahlst 20 US-Dollar an OpenAI. 20 US-Dollar sind ungefähr 18 Euro. Roundabout, je nachdem, was für ein Wechselkurs gerade ansteht. Du kannst mir nicht sagen, dass du für 18 Euro, wenn du mal zum Italiener gehst, dass du da vielleicht zahlst ein bisschen weniger, vielleicht zahlst du auch ein bisschen mehr, je nachdem, wie viel du trinkst. Gehst halt einmal weniger zum Italiener. Und im Raucher kann ich nur sagen, verzichtest du halt mal auf 2 Schachteln Zigaretten. Im Monat. Einmal Italiener weniger, 2 Schachteln Kippen weniger. Ich bin kein Raucher, aber ich weiß so ungefähr, was sie kosten. Und das ist es nicht wert. Ich kann das nicht nachvollziehen. Denn es ist genau die gleiche Scheiße, die ich auch immer gehört habe, als ich gesagt habe, Leute, kauft euch einen Zoom Pro Account. Da war es auch schon so, ja, aber ich verdiene ja jetzt kein Geld und tralala. Oder wie Franz es heute zu mir gesagt hat, das ist wie, als wenn du mit einem Tretroller auf der Autobahn versuchst zu fahren. Viel Spaß, sag ich da nur. Also, weißt du, wenn du das nächste Mal eine Rechnung erstellst an deinen Auftraggeber, hab das mal im Ohr. 20 US-Dollar ist mir OpenAI nicht wert mit den Plugins. Ich werde dir auch gleich noch die ganzen Plugins, diese 14 Stück, vorstellen. Ob es dir das nicht doch vielleicht wert ist. Denn wenn du die Rechnung an deinen Auftraggeber stellst, da steht doch auch eine Summe drunter. Oder steht das kostenlos? Machst du das kostenlos? Dann solltest du nochmal über dein Mindset drüber nachdenken. Aber du möchtest doch auch Geld dafür haben. Du möchtest Wertschätzung haben. Aber die Wertschätzung bist du nicht bereit, jemand anderen zu geben? Sorry, da kann ich nicht nachvollziehen. Du verlangst für deine Arbeit auch Geld. Und ich finde, da kann man dann auch OpenAI, wenn sie einem so einen tollen Schatz zur Verfügung stellen, auch Geld für bezahlen. Bevor ich mich jetzt aber in Rage rede über Wertschätzung, gehen wir mal wieder zurück zu den Plugins. Ich habe gestern Abend im Bett, habe ich mir ein Plugin angeschaut, oder besser gesagt, ich habe mir das Plugin angeschaut und ich habe mir vorher mal Apps angeguckt und habe mir einfach nur mal die Rezensionen zu den Apps angeschaut. Durchgelesen. Das waren unterschiedliche Fitness-Apps, die wurden mir vorgestellt als App des Tages. Und da stand dann immer drin, ja, aber funktioniert nicht, da sind keine Stretching-Übungen drin, so wie ich sie gerne hätte. Ich hätte gerne längere Stretching-Übungen, kürzere Stretching-Übungen. Jetzt gehst du zu ChatGPT, holst dir das Plugin, also in meiner kostenpflichtigen Variante jetzt hier, da sind wir unterwegs. Holst dir das Plugin Workout Generator. Und damit kannst du dir ein gezieltes Workout erstellen lassen. Sei es Yoga, Pilates oder Gewichte stemmen. Und das Schöne ist, er zeigt dir das sogar noch nicht nur textlich, sondern auch grafisch. Und zeigt dir an, welche Muskelgruppen du trainierst. Ich finde das Hammer. Das finde ich ein tolles Plugin. Dann gibt es noch das Plugin Zapier. Mit Zapier kannst du immer, das nennt sich dann auch, wahrscheinlich hast du den Begriff schon mal gehört, so Zaps, wo du unterschiedliche Zaps miteinander verbinden kannst. Das funktioniert mit Zapier. Und wenn du das Ganze mit ChatGPT verbindest, könntest du ChatGPT mit deiner Webseite verbinden oder mit, keine Ahnung, mit ganz anderen Sachen. Ganz viele lustige Sachen mitmachen. Da fällt dir vielleicht noch mehr ein, als es mir jetzt gerade einfällt.
Dafür musst du aber bei Zapien ein Konto haben. Na, es ist egal, ob du das kostenlose oder das Bezahlkonto hast, aber da kannst du dann viel tiefer einsteigen. Dann gibt es Expedia. Und vielleicht sagst du jetzt, Expedia kenne ich schon. Da plane ich schon mal die ein oder andere Reise mit. Jetzt kannst du das Ganze auch über ChatGPT machen und kannst noch mal viel tiefer reingehen und noch mal ganz anders schauen, als wenn du nur über die Webseite guckst. Also, vielleicht ist das ja was für dich. Dann kannst du dir mit Meme Creator so Memes kreieren lassen. Ich bin jetzt nicht so der GIF-Freund und ich bin auch nicht so der Meme-Freund. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Plugin, aber vielleicht magst du das. Ich habe genügend Kollegen und Kolleginnen, die finden das toll. Das ist nicht meine Welt. Ich arbeite mit Emojis, aber nicht mit so GIFs. Alles gut. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich möchte dir jetzt aber ein paar Plugins zeigen, die ich wirklich super gut finde, wo du auch noch mal sagen kannst, wow, da möchte ich tiefer einsteigen. Und zwar habe ich ein Plugin installiert, das nennt sich Speak. Und mit diesem Plugin, ich habe erstmal gesagt, hey, ich möchte Business Englisch lernen, erstell mir bitte einen kurzen Plan dazu. Ich habe circa 2 Stunden Zeit, dann hat er mir einen Plan erstellt. Und dann habe ich ihn gefragt, kannst du mir auch gleich ein paar Beispiele für das Plugin Speak erstellen? Und mit Speak kannst du dir Begrifflichkeiten übersetzen lassen, weil ganz oft höre ich ja auch, ja, aber gibt es das nicht auf Deutsch den Begriff oder sonst was? Hier ist jetzt das Beispiel mit Stakeholder. Und dann zeigt er dir auch, macht dann Text dazu, was versteht man denn darunter? Dann auch Alternativbegriffe wie zum Beispiel Key Player, Power Broker, Bigwig. Oder es gibt ein Gesprächsbeispiel. Ich habe das Ganze jetzt auf Englisch gewählt. Du kannst das auch auf einer anderen Sprache wählen. Also wähl die Sprache, die du lernen möchtest, die du auch vielleicht schon im Anfang beherrschst. Und dann kommt zum Beispiel zwischen Alex und Emma und Alex sagt: We need to consider the interests of all our stakeholders before making any major decisions. Und Emma antwortet dann: You're right, we cannot afford to ignore the concerns of our employees and investors. Und dann sagt der Alex wieder: Exactly, we need to transparent and communicate with all the key players involved. Finde ich schon mal sehr cool. Ich habe auch 2 Apps hier auf meinem Smartphone, mit denen ich Englisch lernen kann, aber das finde ich noch mal eine schöne Alternative. Dann habe ich hier ein Plugin gewählt. Das nennt sich Web Pilot. Und dann habe ich meine eigene Seite genommen und habe gesagt, hey, ich möchte mir, dass du mir die folgende Seite analysierst auf Tonalität und Sprache. Ich hätte da jetzt auch alles Mögliche reinstellen können. Ich wollte aber gucken, was für eine Tonalität habe ich auf meiner Seite, welche Sprache benutze ich. Dann hat er mir eine Zusammenfassung erstellt, dann hat er noch Gedanken und Fragen dazu gestellt. Und jetzt könnte ich das nehmen, könnte das mit dem anderen Plugin verbinden und könnte dann sagen, hier mach mir mal den perfekten Prompt dazu und übertrag mir den Text auf die anderen Texte, die auf meinen Unterseiten stehen. Und wenn du dich jetzt fragst, jetzt hast du die ganze Zeit von den Plugins gesprochen, wo finde ich die denn? Dann gehst du unten auf deinen Namen, dafür musst du angemeldet sein bei ChatGPT, gehst auf die 3 Punkte, sagst Setting und Beta, dann bei den Beta-Features und hier kannst du die Plugins dann auf grün schalten. Die sind nicht per se freigeschaltet, sondern die musst du aktiv anklicken und dann hast du auch die Plugins. Jetzt gibt es noch ein Plugin. Und zwar Video Captions. Ich habe ein YouTube-Video von mir. Da ist es dann so, dass ich das YouTube-Video. Moment. Ich habe ein Video von mir hochgeladen. Also ich habe ein Video von mir genommen, was bei YouTube geladen ist. Und dann hast du hier oben immer YouTube Watch Fragezeichen V für Video gleich sowieso. So, und dieses Gleichzeichen, ab dem Gleichzeichen bis zu dem hinteren Punkt habe ich kopiert. Hab das dann in mein ChatGPT eingetragen. Bitte erstelle mir eine Zusammenfassung des folgenden YouTube-Videos. Dann springt Video Captions an und er erstellt mir hieraus Untertitel für mein Video. Hammer, oder?
Und das ist keine 20 US-Dollar wert. Entschuldigung, ich muss da immer wieder drauf rumreiten, weil mich das echt manchmal ein bisschen annervt. Und du kannst dann sagen, den Segment sollst du machen und mach das auch für das letzte Segment. Es gibt auch noch ein anderes Plugin. Da mache ich hier einen neuen Chat auf und sage jetzt... Drei kannst du immer haben übrigens. Immer drei zusammen oder auch einzeln. Du kannst die auch immer an- und abklicken. Du kannst neben Video-Captions auch sagen, ich möchte eine Zusammenfassung meines Videos haben. Ich könnte jetzt auch genauso gut hergehen, das anklicken und sagen... Bitte erstelle mir eine Zusammenfassung des YouTube-Videos. Da muss ich dann wieder nur den letzten Teil, mehr brauche ich gar nicht. Den kopiere ich raus mit Copy und Paste, füge das wieder ein, drücke Enter und dann erstellt mir ChatGPT eine Videozusammenfassung meines Videos. Total easy peasy, oder? Und dann kann ich diese Videozusammenfassung kann ich dann auch wieder nehmen und für Social Media posten. Und da könntest du dann noch ein anderes Plugin benutzen, da komme ich dann aber gleich drauf. Und das finde ich wirklich der Hammer. Er macht es auch schön grafisch, also App für Tablets und Smartphones, Vorteile der App, anpassbare Anweisung, nämlich die Custom Instructions, Verwendungszweck, Datenschutz, Community-Austausch. All das kommt in meiner Episode vor. Hammer. Ich finde das Hammer. Also diese Plugins, die flashen mich halt total. Dann gibt es noch den Perfect Prompt, diesen Perfect Prompt, wie gesagt, da kannst du dann jetzt sagen, hey, ich möchte jetzt den Text aber so geschrieben haben, wie es zu meinen vorherigen Texten immer passt. Und dann kannst du da das Plugin Prompt Perfect nehmen, so heißt es Prompt Perfect. Und schon hast du eine ordentliche Zusammenfassung. Dann habe ich etwas erstellt, wo du normalerweise sagst, ey, das geht nicht, das gibt's nicht. ChatGPT kann keine Diagramme. ChatGPT kann keine Flussdiagramme. Und zwar habe ich gefragt, wie lang ist die Lebensdauer einer Honigbiene? Da gehe ich mal eben zurück. Dann hat er mir eine Übersicht erstmal gegeben. Es gibt Arbeiterinnen, Drohnen und Königin. Dann hat er mir eine Übersicht gegeben, eine grafische Übersicht. Die kannst du hier anklicken. Und dann kannst du auch eine Übersicht sehen über, was gibt es denn bei Honigbienen für Tierchen. Das hat mir aber nicht gereicht. Jetzt wollte ich noch, Franz ist ja mit dem Hirn unterwegs und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich brauche eine Mindmap zu den Hirnregionen des menschlichen Gehirns. Und dann hat er mir eine Mindmap erstellt. Und diese Mindmap könnte ich jetzt auch wieder nutzen und dann in die einzelnen Punkte hineingehen. Der Knaller, oder? Also, sorry, ich bin da echt... total geflasht. Du kannst Flussdiagramme erstellen, du kannst damit Kreisdiagramme erstellen, alle möglichen Diagramme, die du gerne hättest, nur mit dem Tool Diagrams Show Me oder Show Me Diagrams. Es wird nur andersrum geschrieben, ist auch ein Plugin. Und dann gibt es noch ein Plugin, das heißt Ask Your PDF. Da kannst du dann bei Ask Your PDF, da musst du dann allerdings... Bei manchen Plugins ist das leider so, da muss man sich auch nochmal bei Ask Your PDF anmelden oder bei den anderen Teilen dementsprechend nochmal anmelden und registrieren. Und früher war es so, ich konnte das bei ChatGPT hochladen, Ask Your PDF, das geht leider nicht mehr. Jetzt muss ich es auf die Webseite von Ask Your PDF hochladen und dann kann ich das bei ChatGPT befragen. Und dann kannst du so Fragen stellen, erstell mir eine Zusammenfassung dafür, erstell mir aus meiner PDF entsprechende Social Media Posts, all das ist möglich. Und ich verwahr mir jetzt, ich bin noch ein bisschen, ich schwank immer noch ein bisschen zwischen diesen zwei Tools, weil die flashen mich so sehr. Da kann ich dir nicht sagen, welches Tool mich eigentlich mehr flasht. Aber eins vorab, ganz oft kriege ich auch zu hören in den KI-Schulungen, Mareike, mein Englisch ist nicht so gut. Muss ich für die Tools Englisch sprechen? Wenn ich dir das Tool jetzt zeige, sage ich, nicht zwangsläufig. Natürlich ist Englisch gut, dass wenn man es spricht.
Aber folgendes. Es gibt ein Plugin, das heißt Photorealistic. Und ich habe auf Deutsch eingegeben, ich möchte gern ein Bild von einem schwarzen Pudel in einer Tasse sitzend haben. Der Pudel soll noch sehr jung und total niedlich aussehen. Bitte erstell mir den Prompt auf Englisch. Warum auf Englisch? Weil die meisten bildgenerierenden KI-Tools auf Englisch arbeiten oder einfach auf Englisch bessere Ergebnisse abliefern. So, und dann hat mir ChatGPT 2 Prompts ausgeschmissen. Oder ausgegeben, so muss ich sagen. So, und jetzt möchte ich dir auch nicht vorenthalten, was das denn für Bilder geworden sind. Der Pudel sitzt nicht in der Tasse, muss er jetzt auch gar nicht. Aber das sind so niedliche Pudelbilder, dass mir mein Herz total aufgegangen ist. Und jetzt ehrlich, ich habe weder eine Ahnung von Kameras. Ich weiß, dass es eine, mittlerweile habe ich gelernt, es gibt eine Hasselblad. Canon kenne ich noch, Sony kenne ich auch noch, Nikon kenne ich auch. Das sind so die letzten 3 genannten kenne ich. Hasselblad wusste ich bis dato gar nicht. Jetzt ehrlich, ich habe mich auch nie beschäftigt mit ISO. Ich habe mich nie mit Pixeln beschäftigt in dem Zusammenhang, mit Blenden. Ich weiß, dass es eine 1,8 Blende gibt, was man damit aber machen kann. Sorry, ich bin kein Fotograf. Ich bin Trainerin und Coach, ich bin kein Fotograf. Ich finde das faszinierend, wenn da jemand sein Handwerk versteht und ich bewundere das auch total, aber es ist nicht mein Metier. Und das alleine durch einen Prompt, den mir ChatGPT geschrieben hat. Und jetzt ehrlich, das kannst doch auch du, oder? Auf Deutsch schreiben, sagen, komm, jetzt gib mir das Ganze dann auf Englisch raus. Und du packst das dann in so ein Bildgenerierungstool. Es muss auch noch nicht mal Midjourney sein. Es gibt auch noch ganz viele andere. Das stelle ich dir dann in einer der nächsten Podcast-Episoden vor. Aber da kann mir doch keiner mehr sagen, nee, also, das ist ja auf Englisch. Ich krieg's ja auf Englisch raus. Und zur Not könnte ich es mir ja wieder übersetzen lassen, wenn ich das denn wollte, von ChatGPT. Also, auch das funktioniert. Und deswegen hat dieses Plugin mit dem nächsten Plugin, weil ich da nämlich auch ein sehr großer Freund von bin und vielleicht auch du. Ich liebe ja Canva und habe darüber schon mal eine Podcast-Episode gemacht oder sogar schon mehrere. Jetzt ehrlich, wenn ich mir überlege, dass ich das damit verbinden kann, na dann holy moly, da brennt der Baum. Es gibt ein Plugin für Canva. Du kriegst diese ganzen Plugins für 20 US-Dollar mitgeliefert. Also, na, da steht jetzt drin, erstelle mir einen Social-Media-Post für LinkedIn für meine neue Podcast-Episode. Und ich kriege hier schon gleich, der generiert mir schon gleich für LinkedIn die passenden Beiträge. Jetzt kann mir keiner mehr kommen, ich kann aber nichts posten. Doch, ich kriege ja sogar einen Link geliefert. Und jetzt kommt noch ein Trick obendrauf. Du klickst dann hier, weil dir das gefällt. Nehmen wir das jetzt mal. Und ich klicke hier zur Vorlage. Und es ist wurscht, ob du einen Canva-Account Pro hast oder einen normalen, kostenlosen Canva-Account. Das funktioniert mit beiden. Du kannst alles anpassen. Ich kann das Bild anpacken. Ich kann sagen, ich möchte das nicht in grün haben, die Farbe darüber, sondern ich möchte in meiner Branding-Farbe haben. Ich möchte das anders haben. Alles anpassbar, so wie du es gerne hättest. Du kannst auch sagen, ich möchte das Bild darunter austauschen, weil mir dieses Bild nicht gefällt. Also auch das ist möglich. Upsala, jetzt habe ich alles gelöscht. Da kannst du alles anfassen, alles nochmal angehen. Und ich habe das Ganze dann auch nochmal gemacht. Ich wollte es dann, damit du auch weißt, das funktioniert auch. Jetzt sagst du halt für Social Media, ich brauche aber eigentlich für Instagram, hätte ich gerne eine Videovorlage. Auch das erstellt dir ChatGPT. So, und dann nehme ich jetzt mal, nimm dir Zeit und verschwende sie mit tollen Momenten. Wäre jetzt nicht mein Spruch, aber... Und dann hat mir ChatGPT in Zusammenarbeit mit Canva hier etwas erstellt. Ich kann aber auch, das ist jetzt kein Video, da hat er das Video nicht gemacht, da musst du halt immer so ein bisschen auch gucken. Hier unten hat er mir ein Video erstellt.
Und auch das kann ich wieder anfassen. Ich kann hier sagen, hey, das ist nicht meine Schrift. Ich möchte das etwas anders haben. Das hier gefällt mir nicht. Das soll auch meine Brandfarbe kriegen. Dann möchte ich hier andere Textbeispiele haben. Völlig egal. Alles anpassbar. Aber keiner darf mehr sagen, ja, kriegt keine Ideen für Social Media. Weil die kriegst du. Sie liefert dir ChatGPT über das Plugin für Canva. Und jetzt gehst du verdammte Hacke nochmal hin und sagst, oh, ich lass mir einen Contentplan erstellen zu meinem Thema. Gehst zu dem Plugin von Canva, das du dann gleich schon mit reingepackt hast und sagst, oben habe ich mir den Contentplan erstellt und du erstellst mir jetzt bitte daraus die Posts. Du sparst eine Menge Zeit ein. Du sparst eine Menge Nerven ein. Das heißt nicht, dass alles perfekt ist. Um Gottes Willen. Aber du kriegst Ideen und es gibt auch Plugins, wo du PowerPoint, wenn du sagst, nee, Canva arbeite ich nicht mit, es gibt ein Plugin für PowerPoints. Es gibt ganz, ganz viele Plugins, probier sie aus. Und wenn du nicht weißt, wofür dieses Plugin ja, taugt, dann kannst du auch immer noch hergehen und sagen, pass auf, ich hätte gerne gewusst, wofür kann ich dieses Plugin einsetzen. Das schreibt dir ChatGPT übrigens auch. Nutze die Tools. Ich habe dir jetzt 14 Plugins vorgestellt. Und die letzten beiden Plugins, das sind meine absoluten Favoriten. Ich liebe sie über alles. Die Verbindung mit Photorealistic, ich muss es nicht unbedingt bei Midjourney machen. Ich kann dann auch in jedem anderen KI-Tool, was Englisch spricht, das diesen Prompt eingeben. Natürlich kriege ich andere Ergebnisse. Aber das hat auch eine in meiner Bildung Rock mit KI-Community, die hat eine Gegenüberstellung gemacht, mega geil, von diversen Tools, die Bilder generieren können und hat denselben Prompt bei unterschiedlichen KI-Tools eingegeben. Schon alleine deswegen lohnt es sich, in meine Community zu gehen, weil meine Community einfach toll ist. Und wenn du drin bist, bereicherst du die Community noch viel mehr. Und genau das kriegst du dann ja auch da drin. Probier es aus. Und diese Anbindung mit Canva, gut, jetzt bin ich ein Canva-Freund. Andere nutzen Foto. Mehr ist das? Nicht Photoshop. Doch Photoshop. Ich benutze halt Canva. Ich finde es geil. Ich komme nochmal auf die ganzen Tools. Ich habe Ask Your PDF vorgestellt. Ich habe Workout Generator vorgestellt. Ich habe Speak vorgestellt, wo du nochmal Fremdsprachen mit ganz anders lernen kannst. Ich habe Zapier vorgestellt. Ich habe Show Me Diagrams vorgestellt, wo du jetzt auch mit ChatGPT, was vorher immer unmöglich war, Diagramme herstellen kannst. Ich habe Playlist AI erwähnt, Expedia, Meme Creator, Webpilot, wo du jede Seite durchsuchen kannst. Ich habe das jetzt nur auf Tonalität und Sprache gemacht. Du könntest auch genauso gut sagen, ist das die richtige Ansprache für meine Zielgruppe? Fehlt da irgendwas? Probier es einfach aus. Du kannst ja immer die Plugins pro Chat an- und ausklicken. Dann habe ich dir Video Summary vorgestellt und Video Captions, wobei Video Summary nochmal manchmal ein bisschen stabiler läuft als Video Captions. Aber jetzt ehrlich, beide sind schon toll. Also von daher, dann habe ich dir vorgestellt Prompt Perfect, wo du nochmal den perfekten Prompt hinkriegst. Und als letztes Schmankerl, so wie man in Bayern sagen würde, habe ich dir Photorealistic und das Plugin Canva vorgestellt für ChatGPT. Also wenn das mal keine Hacks für ChatGPT sind, dann weiß ich es echt nicht. Und wenn du bisher nicht die kostenpflichtige Variante hast, vielleicht sagst du jetzt, na, vielleicht hatte Mareike doch recht. Das ist einmal weniger zum Italiener gehen. Ist es mir wert oder was auch immer. Das ist es mir einfach wert. Weil ich kann damit so viel produktiver werden und so viel schneller und effizienter. Das nimmt mir eine Menge Arbeit ab. Das ist es mir einfach wert. Und seist du es dir wert. Denn
Ich sag dir eins, wenn du es nicht nutzt, jemand anders, der diesen Podcast jetzt gehört hat, der nutzt es. Und was das vielleicht am Ende für dich bedeuten kann, das kannst du dir selber ausrechnen. Er wird produktiver, er spart eine Menge Zeit, hat mehr Lebensqualität und setzt die KI für sich ein. Weil er es sich wert ist und es einfach schätzt, dass gute Arbeit auch bezahlt werden soll. Guck's dir einfach an. Ich bin immer noch voll gehypt von diesen ganzen Plugins. Ich kann nur sagen, nutze sie, setz sie ein. Sie sind einfach ihr Geld wert. Und wenn nicht, schmeiße das Plugin halt wieder raus. Dann deinstallierst du es halt wieder. Weil da, wo die ganzen Plugins, das kann ich dir eben noch zeigen, da, wo die ganzen Plugins, das zeige ich dir eben noch oder das sage ich eben noch zum Schluss. Hier, wo du gehst auf ChatGPT 4. Ich habe ja gesagt, unten kannst du die Plugins, Settings und Beta kannst du die freischalten. Und dann gehst du hier auf den kleinen Pfeil. Ich klicke das jetzt mal raus. Dann hat er gar keinen, dann sagt er gar keins. Dann klickst du hier auf Plugin Store. Wenn du noch kein Plugin installiert hast, dann kannst du das auch ganz einfach wieder, oder dann hast du ja noch keine Auswahl da. Und dann kannst du hinten, also er sagt populäre, er sagt neue, alle oder welche hast du installiert, so muss ich es ja sagen. Und dann kannst du die hier auch immer auf Uninstall machen und dann sind sie auch wieder verschwunden. Also guck auch hier immer mal wieder, dass, was es da für Neuerungen gibt und ob es da vielleicht nicht eine Neuerung gibt, wo du sagst, das ist ja mal ein geiles Plugin. Also das mit Canva hat mich total geflasht. Dieses fotorealistisch, dass ich fotorealistische Bilder mit einer KI herstellen kann, das hat mich auch... Deswegen kann ich nicht sagen, welches der beiden Schmankerls besser sind. Sie sind für mich beide gleich wichtig, gleich toll. Und mich würde interessieren, welches Plugin dich am meisten geflasht hat, welches Plugin du ausprobieren möchtest oder ob du sagst, nee, also du hast mich immer noch nicht überzeugt. Dann ist das auch in Ordnung. Dann ist es deine Sache. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal wieder in deinem Ohr sein darf oder auf deinem Screen. Deine Mareike. Das war Bildung rockt von und mit mir Sandra Mareike Lang. Wenn du mehr erfahren möchtest über die Methoden und Technologien der Zukunft, dann klicke auf www.lerncoaching-podcast.de.